Was geht ab, meine OZ-Fighter? Oh, Saru, ihr Freunde, wir haben heute die Infos und Details bekommen zum Release-Datum, als auch welche Charaktere für die Dragon Ball Heroes-Campaign kommen werden für Dragon Ball Z, Dokkan Battle und JP. Und zwar werden oder sollten die Banner hier laut Leaks, Änderungen vorbehalten, bei uns am 22.11. erscheinen. Und folgende Charaktere wurden heute aus den V-Jump-Scans präsentiert. Ich meine, Super Hearts kannten wir schon. Das sind die SSR Artworks, by the way. Limit Break, vierfacher Goku, vierfacher Vegeta. Golden Metal Cooler. Wussten wir nicht. Jetzt wissen wir Bescheid. Und wir haben einen Janemba in einer anderen Form. Ja, das ist Dragon Ball Heroes, Freunde. Da geht einiges. Aber die Celebration an sich sieht wirklich vielversprechend aus. Denn wir bekommen auch sehr viele Easeys für die Free-to-Play-Charaktere durch ein Easey Area. Wir bekommen viele Easeys durch ein Extreme Z-Battle für die älteren Dragon Ball Heroes Charaktere und wir bekommen ein Red Zone Event. Red Zone Dragon Ball Heroes. Für eine Collaboration Feier hört sich das auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Und diese Dame hier ist ein Free-to-Play Charakter. Lasst ihr mich mal gerne wissen, wie ihr das Ganze findet. Ich gehe mal ganz kurz in die Übersetzung rein von Grash. Shoutout. Das sind halt die Namen der Charaktere. Also die Summonable Charaktere werden sein: Super Full Power Saiyan 4 Limits Broken Vegeta Zeno. Super Full Power Saiyan 4 Limits Broken Goku Zeno. Was für ein Name. Super Hearts, bester Name, fertig. GG, zwei Wörter. Golden Metal Cooler Janemba Reconstructed. Dann werden wir einen neuen Free-to-Play-Charakter bekommen. Die Dame, die ich euch gezeigt habe, heißt einfach Lex. You know this. Lex. Diese Charaktere, die Free-to-Play-Charts bekommen, ein Easy durchs Easy Area. Dritte Form, Great Simon 4, Kamba, Demon God, Salsa. Demon Goddess? Spricht das selber aus. Und diese Charaktere bekommen durch das Extreme Z-Battle ein Easy. Super Saiyan 3 Goku Zeno, Super Saiyan 3 Vegeta Zeno, Super Saiyan Kamba, Giant Ape Kamba, Super Foo, 4 Others. Also 4 weitere sogar noch tatsächlich. Und wie gesagt, es gibt ein Red Zone Event. Hammer. Celebration geht am 22. los, Freunde, uhrzeittechnisch. Ich fand das ein bisschen komisch, was sie hier reingeballert hat, rausgeballert hat. Weil wir tun eigentlich auf die PST. Zeit aktuell, meine ich, 9 Stunden addieren, kann das sein? 9 oder 10? 9 sollten es sein, dadurch, dass die Uhrzeit jetzt vorgeschoben wurde. Neulich. Das heißt, 7 Uhr morgens, 22 sollte das sein. Hier steht halt 0 Uhr dran. CST ist eigentlich unsere Zeitzone. Ich sage, ich verpasse was. Bevor es für euch allzu kompliziert wird, Freunde, am 22. kommen sie. Geht schlafen, steht auf und am 22. sollten sie dann erscheinen. Ob man für die Summon sollte, könnte unseren Fort, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, weil wir noch nicht die Infos und Details haben. Die haben nicht die Dokkan Awakening Version. Wir wissen nicht, welcher von denen ist der Hauptcharakter. Weil für viele hat es den Anschein, dass da noch ein Hauptcharakter fehlt. Und viele aus der Community haben so noch Hoffnung, dass eventuell ein LR, ein Dragon Ball Heroes LR-Charakter erscheinen könnte. Warum? Ja, zum einen hier, also was war ich mit Hauptcharakter? Letzter war es zum Beispiel God Trunks, der Hauptcharakter, vor 2 Jahren Super Saiyan 4. Vegito und die hatten auch ein Dokkan-Event. Sind zwar keine Dokkan-Fest-Charaktere, aber sie haben ein Dokkan-Event gehabt. Und das sollte hier auch der Fall sein, aber ja, wenn ihr euch die Charaktere anguckt, okay, ein Goku oder Vegeta könnte es sein, aber die sehen so aus wie so einfach summonable Nebencharaktere für mich. Dieter auf jeden Fall. Ich denke, Leute, seid nicht enttäuscht, wenn Hearts der Hauptcharakter ist. Weil, der wird auch hier gut, nochmal, es wird nochmal gut betont, dass er auch ein Active Skill hat. Vertonte Active Skill, weil das ist die Stimme von Dio einfach. Aber viele aus der Community denken sich, nee, das kann nicht sein, super Hauptcharakter. Das müsste noch ein LR kommen, wegen dem, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, aktuell auf JP haben wir ja die Bardock Celebration. Und der Dokkan-Fest-Charakter, der eigentlich zu Halloween kommt auf JP, also Ende Oktober, bekommt eigentlich immer, schrägstrich oft, einen Part 2 LR. Und dadurch, dass dieser Part 2 LR fehlt, bis jetzt noch, ich meine, nächste Woche könnten wir auch noch die Ankündigung bekommen für den Part 2 LR von der Bardock Celebration, dann würden zwar mehr oder weniger sowohl das Banner online sein, als auch das, der Part 2 LR, aber das ist ja völlig egal, weil das ist eine Collaboration, die hat einen festen Timeslot und ich meine, die Gammas wurden ja auch reingeschoben, die kam online, eine Woche später kam Bardock und so auf Global war das ja genauso mehr oder weniger. Deswegen wundert euch nicht, das hat gar nichts zu heißen. Viele wünschen sich es, dass ein Heroes LR kommen könnte. Seid nicht enttäuscht, wenn es nicht der Fall ist. Und
wirklich nur das die Hauptcharaktere sind. Aber ja, Freunde, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, wie ihr das findet mit der Dragon Ball Heroes Collaboration. Die Dragon Ball Heroes Collaboration ist immer so eine Sache. Die ist einmal im Jahr, November-Timeslot, Mitte November so, oder vorletzte Novemberwoche, auf Global JP immer schön. Die Charaktere sind gut, die sind nett. Das Banner ist halt folgendermaßen: pro Mutti-San bekommst du garantiert einen Featured Charakter. Das ist schon High Value. Es hat schon gut Wert, vor allem wenn die Charaktere gut sind. Aber, um ehrlich zu sein, haben, also die Charaktere vom letzten Jahr, die waren mir zu beschränkt auf Dragon Ball Heroes Teams. Und das hat man gemerkt. Es kam weder Events, Missionen noch raus, wo du speziell überwiegend Crossover oder Dragon Ball Heroes Charaktere nutzen musst, dass du sie mal spielen musst. Es geht auch anders. Oder die wurden halt nicht gut gefördert oder an sich von dem Designer dieser Trunks war viel zu viel für sein Team beschränkt. Und das habe ich schon kommen sehen, da habe ich auch gar nicht gesummt. Vielleicht habe ich ein Sum-Video gemacht, kann gut sein. Werde ich hier auch machen. Einmal Live-Sums, denke ich, und ein Sum-Video daraus, weil einfach garantiert featured. Das kann man mitnehmen, wenn man den einen oder anderen Charakter zieht und ihn mal hier mal da spielt. Geil. Aber auch mit den Charakteren Jahr zuvor mit vielfacher Vegito und so. Spielt die irgendjemand von euch wirklich, nachdem ihr sie gepult habt oder bis jetzt so? Hand aufs Herz, die wenigsten. Also niemand eigentlich. Deswegen, ey, immer drauf geschaut, wie sie diese Charaktere verkaufen werden. Für mich am interessantesten ist tatsächlich Golden Metal Cooler, weil ich ja gerade auf JP jetzt nach der Download Celebration ein geiles Cooler oder Wicked Bloodline Team habe mit LR Final vom Cooler, LR Metal Cooler und. Ob der da in das Team gut passen wird. Und deswegen habe ich tatsächlich bei Bardock auch kein Sum-Video rausgehauen, weil falls ein Parzer LR rauskommen sollte mit der Bardock Celebration und es ein Freezer ist, dann würde ich eher meine Songs für ihn haben, gerne. Also für die Gammas, die habe ich eher priorisiert, statt Bardock. Bardock, ich feiere Bardock an sich, okay. Aber der Bardock, den sie rausgehauen haben, ist auch ein guter Charakter. Aber also, da fehlt es mir halt an etwas, wo ich gesagt hätte, ey, den würde ich gerne haben. Auch nur außerhalb davon, dass es nur Bardock ist. Da habe ich mir lieber gesagt, nein, ihr wisst was. Stones sparen oder für die Gammas eher investieren. Auf das sparen, auf die Zukunft sparen. Weil vor allem sowohl Global als auch JP, Freunde, ihr wisst Bescheid, ist es immer gut zu sparen, denn irgendwie, irgendwann werden halt auf jeden Fall noch Gohan Beast und Orange Piccolo erscheinen oder Cell Max etc. Auf JP ist auch noch Ende Januar das Jubiläum, aber Ende des Jahres auf JP kommt eigentlich auch oft gerne ein Duel Dokkan Festival raus, also zwei Theo-Charaktere mit zwei Bannern, Dokkan Fest, TOR, und wenn es dieses Jahr... Also dieses Jahr kann es sehr gut sein, dass einfach Orange Piccolo und Gohan Beast kommt oder Gohan Beast und Cell Max. Kann ich mir sehr gut vorstellen, Freunde. Dementsprechend wisst ihr Bescheid, haltet die Augen auf und heute wird gestreamt twitch.tv/Odru Stones auf dem Streamplan steht 20 Uhr dran. Aber wenn ich es eher schaffe, komme ich eher live. Es gibt nämlich viel zu zocken, Leute. God of War Ragnarok, ballern wir weiter, ein bisschen Dokkan, ein bisschen Legends. Call of Duty, habe ich gestern mit den Jungs gezockt, das neue hat echt Spaß gemacht, das Battle Royale, vielleicht gucken wir da mal rein, Genshin etc., es gibt wirklich sehr, warum? Monatelang, wochenlang ging nichts, auf einmal kommen alle Spiele in einer Woche so, Pokémon kommt auch morgen, lass mich auch spielen. Ja, deswegen haltet auf jeden Fall die Augen offen wegen Livestreams, ich werde die Tage oft streamen, ansonsten Streamplan ist in der Beschreibung, ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sieht man sich ansonsten, mach so viel ansonsten. Das nächste Mal wieder. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.